Schweizer TikTok-Cringe, Alito Toros Freundin geleakt. Schön wär's, wir gehen rein. Und damit alle herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr die Frisur? Und seht ihr die Frisur da? Video auf meinem YouTube-Kanal. Chat, jetzt brauchen wir wirklich HH-Emotes im Chat. Qualität wird auf meinem Kanal gross geschrieben. Genauso wie auch Innovation und Kreativität. Ja. Wegen dem gibt es heute ein TikTok-Cringe-Video und ich habe jetzt absolut gar keinen Bock auf das Ganze. Wegen dem würde ich sagen, fangen wir noch schon wieder mit dem ersten Video. Geile Mittelscheitel, Digga. Ja, true. Hallo zusammen, jetzt sieht man, wie die Bauerngiele selber Schnupp produzieren, gratis. Erstens mal geht man Heublumen drehen, dann tut man das etwa so in 15 Prozessen durchsiebeln, bis es einigermaßen fein ist. Ey, merci vielmals für das Tutorial. Nein, aber Schnupf. Schnupfen dir, Chat? Wahrscheinlich so. Weil ich jetzt so wenig Hirnzellen noch übrig. Von dem her, nein, ich habe nur Heuschnupfen. Auch wenn Schnupfen nicht ganz so mies ist, habe ich für euch sicherlich schon den ersten Abnehmer gefunden. So, ich glaube, es gibt einen. Scheiß auf Community-Richtlinien. Wäre scheiße gleich. Also, hey, schönen Tag euch. Preis. Chat? Jo, liebe Trainspotter-Freunde, leider interessiere ich mich nicht ganz so sehr für Zeug, aber ich kenne da jemanden, der regelmässig Zeug konsumiert. Also, guter Witz, auf jeden Fall. Mit solchen Witzen. Auf jeden Fall bald der Swiss Comedy Award, weil der Adi macht genau gleiche Witze. Trainspotter-Chat, Trainspotter. Ich weiß nicht, aber... Ich habe das immer suspekt gefunden. Wie man von Zeug, wie das interessant kann sein. Ich habe das nie interessant gefunden, aber jedem das seine, Digga. Wie am einen oder anderen von euch sicherlich bekannt ist, hat der Adi keine Freundin und es sieht auch nicht gut aus, als hätte der Adi in den nächsten paar Monaten Aussichten, eine Freundin zu bekommen. Und wo ich und der Adi natürlich so sind, habe ich ihm sehr gerne dabei geholfen, eine Freundin zu finden. Und ich bin tatsächlich fündig geworden, wegen dem würde ich sagen, stell euch jetzt das TikTok-Traumpaar 2021 vor, meine lieben Damen und Herren. Ja. Boah, die Kinder von diesen beiden werden sicherlich absolut hässlich! Nicola, Digga! Nicola! Alter, Mann! Was ist das für ein Gesicht, Mann? Und was... Digga! Apropos Adi Totoro, Agnes X, meine Damen und Herren. Und neben Agnes X handelt es sich nicht, wie zu vermuten, um eine... Geier? Geier. ...Darstellerin, sondern um folgende nette Dame. Alter, die Nachricht geht an Herr Spritzer da oben. Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit? Deine Dusche hier anstellen. Es ist wirklich mühsam, wenn es da die ganze Zeit oben runterkommt. Du solltest wirklich mal, es ist feucht, es ist einfach nur feucht da unten. Es ist feucht da unten. Hat sie es extra gemacht, Chat? Hat sie es extra gemacht, Echte, oder? Du, ich kann keine Insta-Bilder machen. Ich kann nicht rausgehen, ohne dass meine Haare versaut werden. Hat sie es nicht extra gemacht? Jo, Agnes. Was ist denn mit dir Fall? Was? Adrian Vogt? Dude, du bist so hart exposed worden. Bitte sag nicht von dieser TikTokerin. Du bist so exposed worden. Ein Geier! Es ist wirklich ein Geier! Ich habe geschrieben, deine sympathische Art stellt einem echt mega auf in deine TikToks. Mach weiter so, du machst, nimmst mir. Sicher noch ganz viele andere damit glücklich! Ey, Digga! Ey, Nicola! Ey, wie oft
Alter, wie oft schreibst du? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber wie oft schreibst du dir wahrscheinlich irgendwelchen Girls so, dass sie dir glücklich machen? An so einer Geier, Mann! An so einer Geier! Miracles! Where you from? You sex a thing! Sex a thing! Nee, Free Nicola! Oh, aha, nochmal! Big bank, but I live in Switzerland and can't post it without getting talked about. Und genau für das liebe ich Schweiz. Wo wer der TikTok-Trend macht, ist in meinen Augen einfach. Alain Berse denkt sich auch so. Das ist zu wenig. Der Mindestabstand wird nicht eingehalten. Mit der die Corona-Vorschriften. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Danke mal für deinen Kommentar, für deine Frage. Der Tag, die Stunde wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob der 21. der Tag wird sein, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das heisst im Matthäus 24, 36 dann der Tag, aber die Stunde weiß niemand. Auch der Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Der Jesus First Viral. Natürlich finde ich sein Zeug auch ein bisschen cringe und ein bisschen mühsam. Aber ey, ich glaube. Ich weiß nicht, was er schon gemacht hat oder irgendeinen Scheiß schon gemacht hat in seinem Leben oder so. Aber keine Ahnung, das ist, also deine Videos stören mich jetzt nicht. Scheint das nettes Kerl zu sein und von dem her bin ich so mit ihm. Also solange er nur Gutes probiert zu machen und so, bin ich auf jeden Fall so mit ihm. Das ist das, was Jesus Christus dann gesagt hat, aber wir sollen parat sein, wenn er zurückkommt. Also mit anderen Worten, mach dich parat, wenn Jesus zurückkommt. Sei gesagt. Mach dich bereit, wenn Jesus kommt. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Wegen dem habe ich mich natürlich bestens darauf vorbereitet. Tag, wenn der Jesus zurück wird kommen. Jesus, oh well, Jesus, oh well, Jesus, du bist wunderbar. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es als Frau von Miguel ist. Hi. Oh mein Gott. You are damn hot. Thanks. What do you rate me from 1 to 10? Straight of 10. Thanks, bro. Auf geht aus an den gefaunigen Bruder. Du wirst für immer in unserem Herz bleiben. Nein. Omegle, Omegel, Omegalul, keine Ahnung, das scheisse dir. An dieser Stelle, meine herzallererwärmsten Zuschauerinnen und Zuschauer, würde ich sagen, ist es schon so wieder gesehen. Mit dem heutigen Video lasst immer eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar und dann würde ich sagen, bis zum... Und jetzt verpiss dich!